Entschuldigung. Ist verdammt warm. Gut. Wie ihr ja wisst, ist unser allererster Ausflug an den Stellplatz in Meierfeld gegangen. Da sind wir jetzt. Es ist schön grün. Ich glaube, für alle, die ein bisschen wandern wollen, ist das eine super Sache, oder? Ja, es hat mega viele Grillstellen und man könnte sich da wirklich auch den ganzen Tag vertun. Genau. Allerdings muss man sagen, also der Tagtour ist es recht sehr frequentiert. Und auch der Verkehr hört man also den Tag durch sehr gut. Die Nacht war eigentlich okay und ruhig gewesen. Bis auf ein mysteriöses Piepen, wo wir nicht herausgefunden haben, was das soll sein und wo das herkommt, ob das ein Tier ist oder nicht. Aber ich glaube nicht. Ich habe das Gefühl, es war irgendwie etwas anderes gewesen. Ja, es hat getönt, wie wenn jemand irgendetwas vermessen geht, weil es ist lang gegangen und immer regelmäßig und mal ein bisschen näher, ein bisschen weiter weg gewesen. Aber ja. Ja, es war komisch gewesen. Wir haben die erste Nacht gut überstanden. Genau. Zu der Ausstattung muss man sagen, also es hat ein WC, das ist gut, das ist auch sehr sauber. Ja. Es hat keine Dusche, keine Versorgung und Entsorgung, also das könnt ihr hier nicht haben. Dafür ist der Stellplatz gratis. Ja, das ist auch viel wert. Was mir jetzt gerade noch in den Sinn kommt, der Stellplatz ist relativ schräg. Also unbedingt Keil mitnehmen. Vielleicht unter der Woche hat es vielleicht ein bisschen weniger Leute, weil wir haben jetzt heute Sonntag und es ist ein bisschen wie eine Völkerwanderung, weil es ist natürlich einigermaßen schönes Wetter. Die Leute wollen raus, gehen grillieren, gehen wandern, was auch immer. Und die einen Leute, ist wirklich lustig zum Zuschauen, die nehmen den halben Hausrat mit. Gut, wir können jetzt das schon sagen. Ich meine, wir haben den ganzen Hausrat dabei. Dabei, genau. Aber die nehmen wirklich Campingstühle und Liegestühle und also wirklich zum Grillen für den ganzen Tag und es ist noch witzig, ja. Da kommen ganze Sippschaften hierher. Und ich würde sagen, rein von der Bewertung mir geben, also ich gebe 3 von 6 Sternchen. Und du? Ja, ich finde, das ist eine gute Zahl. Also sehr zu empfehlen, vor allem als Durchgangsplatz kann man das super nutzen, weil auch gratis und so. Unter der Woche sicher noch besser wieder am Wochenende, hat weniger Leute. Also wir gehen jetzt, nehme ich jetzt mal aus, an. Ja. Aber aufgrund von der fehlenden Fähr- und Entsorgung und so und ja, und auch wegen dem Lärm der Tagtour von der Strasse her, weil alle Töffler da drüber fräsen über den Luziesteig, ja, muss ich sagen, 3 von 6 ist gut, ja, also es ist wirklich 3+, sagen wir 3+, also gut, ja. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Zwefa on Tour. Tschüss. Ciao zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Zwefa on Tour.